Ja, hallo, hier ist wieder Krillow. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Oder, ja, nee, eigentlich passt der Name bei dem vielen CO2. Und ja, ich gehe mal auf eure Vorschläge ein oder beziehungsweise auf einen Vorschlag. Und zwar werden wir für das Kohlendioxid einen unendlichen Tank bauen. Soll heißen, wir schließen auch hier wieder ab. Das gleiche machen wir im Grunde hier. Dafür bräuchten wir dann auch hier nochmal ein, zwei zusätzliche Leitern, dass hier nicht noch mehr Sauerstoff verloren geht. Und wir bauen dann hier jetzt mal auf die Schnelle einen unendlichen Tank für das viele CO2. Ja, ich würde ihn schon irgendwo hier in diesem Bereich, glaube ich, anlegen. Aber am besten so, dass er nicht so ganz viel im Weg ist. Oder wir machen das hier unterhalb. Ja, ich glaube, wir machen das so, dass wir den hier anlegen. Also wir brauchen dafür erstmal ein paar isolierte Ziegel. Das ist schon mal klar. Dann brauchen wir ein paar Auslässe. Davon machen wir mal drei. Und wie viel Platz für Pumpen machen wir dann hier? Das Doppelte. So, soll heißen, das müsste hier eigentlich dann der Umriss unseres CO2-Tanks werden. Dann können hier Pumpen rein. Sechs Stück. Wir machen hier drei Ausläufe rein. Und ja, entsprechend dann die ganzen Leitungen dazu. Gasleitung, das können wir auch parallel schon mal ein bisschen anfangen hier zu bauen. Den gebe ich ein bisschen Tempo. Und schwuppdiwupp, jetzt mache ich das alles aus Sedimentgestein. Ist eigentlich nicht das Schlauste. Obwohl wir nicht mehr so viel Magmatit hier haben, aber 2, 4, 6. Okay. So. Aber jetzt. Gut. Ja, also das werden wir jetzt, das wird so heute der Hauptinhalt des Videos werden. Da würde ich gerne ein paar Fortschritte machen, weil hier werden wir so viel mehr CO2 auch nicht reinpumpen können. Einen Hinweis habt ihr mir gegeben und ich glaube, der ist genau richtig. Die Beaters strahlen nur, wenn sie schlafen. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie wir uns das zunutze machen können oder ob wir das überhaupt zunutze machen können. Könnte man vielleicht mit denen hier dann mal irgendwie testen, indem man hier eine Rakete hinbaut und möglicherweise ja hier den Teilchenblitzgenerator hinbaut und dann den Raum so aufteilen, dass die quasi nur hier unten liegen können, irgendwie so in der Richtung. Könnte das vielleicht was werden. Ansonsten ist es eher schwierig. Aber das werden wir dann auch demnächst nochmal probieren. Genauso wird es natürlich mit unserer Petroleumrakete hier weiterbauen. Das haben wir ja beim letzten Video angefangen. Und eigentlich hatte ich ja gesagt, wir wollen die heute starten lassen. Aber das CO2 macht mir doch zunehmend mehr Sorgen. Dem Tank geht es hier weiter, was wir natürlich schon mal parallel machen können. Ist dann hier auch Rohöl reinbringen. Da werden wir ja ein bisschen was brauchen. Ich hoffe, wir haben hier unten noch
Ja, haben wir noch. Okay. Eine Handpumpe, die da rankommt. Bisschen Glück ist in dem Raum sowieso gleich nur CO2 drin, das heißt, wir müssen auch nicht noch erst irgendwie anfangen, Vakuum zu pumpen oder sowas. Das macht es dann ja auch noch mal einfacher. So. Beginnen wir auch schon mal mit den ersten Gaspumpen. Heißer als für CO2 wird das wohl nicht werden, denke ich. Ein Automatisierungsanschluss sollen die alle bekommen. Die hier auch. So, gleichzeitig möchte ich hier drin einen Atmosensor haben, den wir eventuell nutzen. Das Kabel dafür legen wir auch raus. Sich eigentlich auch anbieten, hier jetzt zwischendurch mal kurz ein paar Sachen rauszuschneiden, aber auf der anderen Seite geht das so schnell hier gerade, dass sich das auch gar nicht unbedingt lohnt. So, die hier noch, genau. Den auch direkt eingestellt. Da können sie jetzt anfangen, das Rohöl hochzuschleppen. Das läuft auch schon direkt. Träumchen. So, hier ist es jetzt wieder so, dass wir natürlich das untere Feld komplett füllen und in dem oberen wollen wir nur ein paar Gramm drin haben. Das heißt, wir sorgen dafür, dass es hier gleich einmal voll läuft. Dann machen wir hier nach und nach die Ziegel rein von links nach rechts, weil wenn wir quasi rechts anfangen, dann wird sich hier mehr Öl sammeln, als wir eigentlich haben wollen, und dann hätten wir auch wieder ein Problem. Diese Leitung hier muss eins länger natürlich. Ein Hochdruckgasabzüge. So. Ach, Strom. Stromkabel natürlich noch. Pumpen wiederum dazu. Nee, anders, wir machen hier raus eine 8. Und das alles eine 7. Ist hier oben schon wieder dicht. Ne, habe ich mir gedacht, das sollten wir vielleicht auch noch eben machen, damit wir da nicht so viel verloren bringen an Gasen noch. Also hauptsächlich an Sauerstoff. Wenn da CO2 verloren gehen würde, ist egal, weil wenn es mir jetzt darum geht, so viel CO2 wie möglich zu sparen, dann hätte ich ja auch schon längst das hier mal trennen müssen. Das ist nicht Sinn des Ganzen, sondern ich möchte einfach nur diese riesige Menge CO2, die wir hier haben, in diesen Tank bringen. Ja, das könnte noch ein bisschen dauern, bis die genügend Rohöl hier haben.
stellen wir das sogar noch mal auf 9 hoch. Kann ich das noch in irgendeiner Form vereinfachen? Wir kommen hier so nicht rüber. Nein, das können wir uns auch. Das können wir später mal machen. Was wir natürlich machen können, ist hier noch ein paar Handpumpen dazu, dass mehrere gleichzeitig Rohöl holen könnten. Diese machen wir dann mal eben. Jetzt braucht es einfach ein bisschen Zeit. Das ist erledigt, sehr gut. Ich habe sonst nirgendwo Rohöl stehen, ne? Das sollte ich vielleicht nicht nehmen aus der Schleuse. Gut, ich glaube, wir warten mal schnell ab, bis wir alles da haben. Ja, ich habe mich schon wieder umentschieden. Und zwar warten wir jetzt nicht drauf, weil wir müssen ja auch noch ein paar andere Sachen in der Zwischenzeit bauen. Beispielsweise möchte ich ja von hier das CO2... dort hineinleiten. Dafür werden wir dann noch mal einen Rohrgasdetektor hier brauchen. Und einen Hochdruckgasabzug. Jetzt muss ich nur noch mal kurz überlegen, wie ich es einstellen muss, beziehungsweise ich überlege nicht, ich mache es mir einfacher, ich schaue es mir an, wenn ich den auf, ja, ich brauche einen Nichtgatter dazwischen, okay. So, Automatisierung, ein Nichtgatter. Da kommt die nächste Ladung Rohöl. Patrick Petty. So, da du einer derjenigen bist, die hier Rohöl ran schaffen. Ah, du hast schon verbesserte Tragfähigkeit. Okay, du hättest also theoretisch mehr holen können. Hast das aber nicht gemacht. So, damit pumpen wir hier. Ich würde sagen, wir bauen dann darüber hinaus noch hier zwei Gaspumpen. Mit einer ähnlichen Vorrichtung. Um nicht zu sagen, mit der gleichen. Müssen wir dann jetzt auf Kohlendioxid stellen. Wobei wir ja eigentlich gelernt haben, dass wir es besser mit einem anderen richtigen Filter machen. Aber da hier der Druck nicht über 20 Kilogramm ist und wohl auch nicht kommen wird, wird das mit dem Hochdruckgasabzug auch funktionieren. Ja. So, hier sind wir jetzt auch fast am Ziel angekommen. Fehlt nur noch für den rechten Bereich was, aber ja, eigentlich könnten wir links schon anfangen. Na gut, so, euch beide packen wir mal hier noch mit ran. Kriegt aber auch hier noch einen Automatisierungsanschluss für einen für den Gassensor, Atmosensor.
Ich denke noch eine Ladung Rohöl, dann könnten wir es quasi schon haben, oder? Ist nur gerade Nacht, da macht keiner was. So, noch mal kurz durchgehen, ob wir alles haben. Wir haben hier Stromanschlüsse, wir haben die Gaspumpen selber, wir haben die Leitungen daraus. Wir haben hier einen Atmosensor, einen Temperatursensor. Brauchen wir, denke ich, nicht. So, diesen hier können wir jetzt zerlegen, genau wie den. Jetzt müssen wir hier kurz warten, bis sich das Rohöl so weit wie möglich verteilt hat. So, und jetzt fangen wir hier links an, bauen da den ersten Ziegel. Das wäre schon fast zu viel Rohöl, was wir noch hier haben. Aber dadurch, dass wir den, ne, bei dem kleinen Abzug, der würde schon nicht mehr funktionieren, bei, weil es sind hier mehr als 1,8 Kilogramm, also 1800 Gramm. Aber das, wir haben einen Hochdruckgasabzug, deswegen wird das trotzdem funktionieren. Und erst wenn wir den gebaut haben, dann wird ja hier ein bisschen Öl rübergeschoben. Dann wird hier wieder ein bisschen was hinfließen und dann können wir den nächsten bauen. Weil wenn wir jetzt hier rechts anfangen würden, dann würde die Menge Rohöl, die hier ja ist, sich auf die mitverteilen. Und ja, auch das wäre eigentlich, wo ich gerade drüber nachdenke, bei den Hochdruckgasabzügen egal. Deswegen können wir das auch machen. Stimmt. Aber wenn ihr das macht ohne Hochdruckgasabzüge, müsst ihr da halt extrem drauf achten, dass es, dass wir weniger Gramm in den Feldern drin sind. So, da hatten wir gerade eine kurze Unterbrechung, aber da sind wir schon wieder. Ja, wir sind ja wie gesagt hier in den letzten Zügen. Man sieht das auch schon. Ah ja, es fängt sogar schon an hier zu arbeiten. Müssen gleich den Sensor noch einstellen, aber dann passt das. Wir müssen jetzt nur noch eben warten, dass die letzten Ziegel hier gebaut werden. Dann machen wir hier noch die Ziegel hin und dann haben wir den ja, schnell gebauten Tank auch schon fertig, glaube ich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ich würde jetzt mal spontan behaupten, habe ich nicht. Vielleicht macht es noch Sinn. Das lassen wir doch mal kurz. Wir räumen hier nochmal alles raus. Und wir wischen hier auch nochmal das Öl schnell auf. So, wo können wir das Öl auskippen? Ich glaube hier unten. Ja. So, dann lassen wir auch das nochmal schnell ausräumen. Und dann ist er auch schon fertig, ne? Wer hätte das gedacht? Innerhalb von einer Folge schnell einen CO2-Tank gebaut. Habe ich irgendwelche Sachen heute vergessen, die ich vielleicht hätte machen sollen? Oh, unser Erdgastank füllt sich sogar ganz erheblich. Ist vielleicht eine Folge davon, dass wir auch zunehmend mit Solarstrom erzeugen. Möglicherweise. So, die, achso, ne, die vier habe ich ja gebraucht für den CO2. Okay, das ist jetzt raus, dann noch das Rohöl. Oh. Ach Mensch, eine 317,7 Gramm hat er wurde liegen gelassen. Na.
ich glaube, ich pack da dann auch schon mal die zwei Ziegel jetzt hin, wenn dann das Rohöl dann nicht mehr rauskommt. Okay, kommt es. Gut. Dann machen wir hier jetzt mal dicht. Hier schalten wir ein. Und das verbinden wir jetzt auch, weil die letzten paar Leitungsteile sind jetzt auch fertig. Wunderbar. Okay. Jetzt ist die Frage, ob wir vielleicht noch irgendwo... Ja, ich glaube, das machen wir tatsächlich. Haben wir irgendwo hier Strom in der Nähe? Hier oben hätten wir Strom. Ich denke mal, dann würde ich hergehen und... auch hier nochmal zwei Pumpen bauen. So. Die Filterstation können wir dann auch direkt hier bauen. Ne, wir brauchen nicht die, Entschuldigung, nicht die ganze Leitung aus. Wo können wir am besten entlang gehen? Hier, oder? Wir brauchen nicht die ganze Leitung aus isoliertem Material. Das wäre natürlich Quatsch. So. Dann braucht es da noch eine Gasbrücke. Hier noch ein paar Leitern, damit wir überall rankommen. Der ist schon gebaut. Perfekt. Dann kann ich nämlich den noch einstellen. Und was ich jetzt noch vergessen habe, ist ein Sensor hier. Obwohl da oben ist eine blöde Stelle dafür, ne? Bauen wir den mal hierher. So, auch das noch schnell ein bisschen priorisiert. Und ja, der wird sich hier wahrscheinlich ein bisschen schneller füllen als der Erdgastank. Ja, mir wäre lieb, wenn wir den hier noch schnell fertig bauen im Video heute. Dann kann ich den nämlich noch einstellen. Da hat jemand Feierabend gemacht, oder? Wurde ein bisschen Gold fallen gelassen. Also, wer ist so gnädig? Ich schätze, das war das Gold hier, was dafür gedacht war. So, wunderbar, den noch gestellt auf über 1000 Gramm. Und dann können wir hier auch den Rest danach abpumpen. Okay, gut, das war's dann für heute schon wieder. Zeit ist wieder sehr schnell vergangen. Ja, ich hoffe, dass es morgen weitergeht. Gestern war das Video ja leider ausgefallen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Tschüss.